Und da ist es auch so, manche kennen das ja, die Lichtbrechung von Licht im Wasser, sage ich jetzt mal, ne? Oder wie erkläre ich das noch? Der Bleistift im Wasserglas. Also der geht ja dann quasi runter, dann sagen wir mal hier, das schwarze Ding ist die Wasseroberfläche, ne? Geht der runter, dann kommt die Wasseroberfläche, auf einmal macht der einen Knick zur Seite und geht dann weiter. Diese komplette Brechung. Dieses Phänomen, das hast du auch mit Licht. Licht ist unter Wasser nicht so schnell wie im freien Raum. Und durch die ganzen Partikel und so weiter, was wir hier bei uns in der Luft haben und der ganze Scheiß, wird das Licht gebremst. Und es ist möglich, durch gewisse Vorkehrungen, das Licht zu bremsen. Die hatten damals im Jahre 2009 war es, glaube ich, oder noch früher war es 7. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, es waren japanische Wissenschaftler, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Aber wie gesagt, das sind so Einzelheiten, wo ich persönlich nicht besonders viel drauf gebe, weil wer es im Endeffekt war, ist egal. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne selber nachlesen. Für mich sind halt nur die beinhalteten Informationen, das ist halt das, was für mich wichtig ist. Wie zum Beispiel, dass sie das Licht runterbremsen konnten. Über Eis und Glas und Wasser und hast du nicht gesehen? Irgendwie sowas. Irgendwie so ein lustiger Mechanismus war das. Und dann konnten die das Licht von der Geschwindigkeit herunterbremsen auf, ich glaube, es war irgendwas im niedrigen zweistelligen Meterbereich pro Sekunde. Also niedriger zweistelliger Meterbereich wäre zum Beispiel 23 Meter pro Sekunde. Also es war nicht besonders schnell. Es waren umgerechnet ungefähr 260 Stundenkilometer, was das Licht dann noch zurückgelegt hat. Das heißt, wenn das Licht diese Geschwindigkeit permanent beibehalten hätte, dann hättest du, wenn du mit dem Auto gefahren wärst, freie Bahn gehabt hättest, natürlich hier so ein Formel-1-Auto oder sowas, hättest du das Licht überholen können. Dann wärst du schneller als das Licht gewesen. Wobei man da wieder sieht, dass die Geschwindigkeit absolut relativ ist. Also diese Aussage, schneller als das Licht, weil es darauf ankommt, in welchem Medium sich das Licht bewegt und wie schnell das Licht im Allgemeinen ist. So. Habe ich eure Weltanschauung mal wieder komplett durcheinander gebracht. So. Fühle ich mich wieder gut? Nee, Freunde, das ist das, was ich von der ganzen Zeit mal gesagt habe. Ihr müsst euch einfach mal in alle Richtungen mal irgendwie weiterbilden, weil es ist auch lustig. Ehrlich, kein Scheiß. Das macht auch Spaß irgendwo. Weil ich persönlich mache das ja immer so in meiner Mittagspause. Da schnappe ich mir dann mein Tablet oder mein Handy, dann setze ich mich in der Ecke mit dem Kaffee und dann mache ich hier Wikipedia, Google oder irgendwas auf und ja, dann lese ich mir Berichte durch, schaue mir mal eine Doku an, irgendwie so Sachen halt, weißt du? Weil Mittagszeit ist ja so zu Deutsch gesagt, das ist ja Freizeit und da ist sich natürlich null die Bohne rentiert, dass man da irgendwo hingeht oder irgendwas macht oder sonst was, weil in einer halben Stunde Mittag sein Essen da hinunter zu schlingen, ja, da habe ich dann lieber ein kleines Wurstbrot oder was und ja, verknuste das ganz gemütlich, indem ich dann noch was nebenbei lese. So verbringt halt jeder so seine eigene Zeit. So, warte mal, das sind 8, 16, ja okay, scheiß auf die Kohle, auf das eine Ding. So, naja, theoretisch müssten wir jetzt das Ding noch abreißen, damit wir so halbwegs auf einen Nenner kommen. Ne? Ich wollte ja hier eigentlich 2 hoch machen. Aber jetzt mache ich hier erstmal noch so ein bisschen Terraforming. Dann hole ich mir hier mal so das Inventar mit so ein bisschen Erde. Knust voll. Alter, so viel Erde. Ja, und da sind wir... Wann bin ich denn da drauf gestoßen? Das ist schon eine Zeit lang her. Im Dezember bin ich da drüber gestolpert, über das... Oh Gott, wie hieß denn das? Das Woiche-Manuskript? Irgendwas mit V. Richtig cool, das Ding. Man kann sich dieses Buch, das, wie gesagt, ich glaube, es heißt Woiche-Manuskript. Oder Vouger-Manuskript. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Es heißt V-O-E-Y. Woiche. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Es enthält auf jeden Fall richtig krasse Sachen, so
Bilder von Pflanzen, die muss sich irgendeiner ausgedacht haben, weil die sind so... Hallo Schaf! Na, freust du dich schon auf dein neues Zuhause? Das muss sich entweder einer ausgedacht haben oder irgendwo in seinen Träumen gesehen haben, weil Pflanzen dieser Art, die gibt es auf unserer Erde nicht. Die kann es so auch nicht geben. Und das Lustige ist, das Buch, da haben wir uns dann auch so ein bisschen drüber unterhalten. Das Buch, das befasst sich ja nicht nur mit diesen Pflanzen, die unter anderem auch nicht nur einfach nur Pflanzen sind, sondern teilweise auch irgendwelche krassen Funktionen erfüllen. Und da sind wir dann so ein bisschen drüber ins Reden gekommen und dann sind wir so drauf gekommen, hey, da gibt's so ein Gretchen, die hat gesagt, die hat den Code entschlüsselt und das war ja so leicht und bla und blub, aber sie braucht jetzt halt, ich glaube es waren 13.800 Euro, um es zu entschlüsseln. Wo ich mir gedacht habe, naja, da rätseln Leute über 500 Jahre an so einem beknackten Codebuch rum, ja, und die guckt sich das 5 Minuten an. Ach ja, ihr seid doch alle so doof. Ist doch total einfach, gib mir Geld. Ich meine, das wäre dasselbe, als wenn ich jetzt sagen würde, hey Leute, Krebs heilen, kein Ding, das kann ich, ich brauche nur Geld. Weißt du? Ich meine, ob es stimmt oder nicht, es kann ja sein, ja, aber... ich sag mal so, es macht keinen seriösen Eindruck. Also von der Mrs., die macht nicht so den seriösesten Eindruck. Weil ich meine, klar, die hat den einen oder anderen Brocken, hat sie mal hingeschmissen. Und was ich jetzt gehört habe, weil, na, eigentlich kann ich ja sagen, den Isegrim, den kennt er doch. Den kennt er doch von Seven Days to Die, vorausgesetzt, ihr guckt Seven Days to Die. Mit dem unterhalte ich mich da ab und zu mal über so Sachen. Und ja, wo war ich? Das neue Manuskript. Ach so, das, was sie da rausgehauen hat, ist zwar schön und gut und ja, das ist ein Code im Code und von Latein und ja, ein Großteil ist bla und ich weiß nicht. Also bitte. So, warte mal, machen wir das so, dass das hier mal ein bisschen halbnatürlich aussieht. Wie gesagt, ich bin bei sowas immer recht skeptisch. Ich habe mich auch schon an den diversesten Sachen versucht, wo Menschen seit, keine Ahnung wie vielen Jahren dran rätseln, an Zahlencodes zu knacken, an irgendwelchen Texten zu dechiffrieren und sonstigen Mumpels. Habe ich auch schon alles versucht. Wer sich dafür interessiert, der muss einfach mal über Google in ungelöste Rätsel der Menschheit gehen. Und nachdem man dann über irgendwelche komischen Seiten geflogen ist, wo irgendwelches, Moment, ich muss hier mal Gänsefüßchen in die Luft machen, UFO-Material dargestellt wird, kommt man auch mal zu irgendwelchen kodierten Texten, die man sich dann in seiner Freizeit mal dekodieren kann. Und dann, ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch ja Glück und bringt's zu was. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann eine Kopie von der Dechiffrierung zukommen lasst. Aber keine Angst, ich würde das nicht verkaufen, das wäre dann nur für mich persönlich. Gute Nacht. So, guten Morgen. Ah, fein, fein. Lecker trinken. So, wir haben Eisen, das ist gut, denn wir werden, denke ich mal, noch einiges da drüben an Eisen brauchen. Alter, wie krass, ich bin jetzt schon die zweite Aufnahmesession hier schon wieder am Terraform liegen, Großer. Das darfst du eigentlich keinem erzählen, ne? Ich habe ja, habe ich euch, oh, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich euch das letzte Mal versprochen habe, ob wir aufhören mit Terraform. Oh, wow, wow. Nicht, dass ich jetzt gerade hier einen großen Fehler mache und Leute verärgere. Sowas mag ich ja nicht. Ich verärgere ungerne Leute. Im Gegenzug dazu darf man mich aber nicht verärgern. Weil wenn ich mal stinkig bin, dann, ja, ist das unangenehm für alle Beteiligten und ungünstig für den, der mich ärgert. Ich sage, Spaß ist voll okay, aber manche Dinger gibt's halt, da kenne ich weder Spaß, noch kenne ich da dann irgendwelche Duldungsgrenzen. Da ist einfach von vornherein Ende und wer diese Grenze überschreitet, der muss ja dann damit rechnen, dass er mit dem Gesicht auf dem Teppich nach Hause geht. Gibt ein paar hässliche Schleifspuren an der Backe, aber naja. So bin ich halt. Ups. Wie gesagt, übelst tolerant, für Späße jederzeit, aber manche Sachen
Da gibt's halt keinen Spaß. Ist so. Wie machen wir das hier, Freunde? Da könnten wir eigentlich hier so ein bisschen rausziehen, ne? Gehen wir dann da so. Gehen wir hier so und dann vielleicht hier so. Ein bisschen. So da. Soll ich so tun? Ist dem gut? Ich denke. Aber ich denke mal, das wird euch genauso gehen. Also ich kenne eigentlich gar keinen Menschen, der keinen Spaß versteht. Aber ich denke mal, wenn ich einen Menschen treffen würde, der gar keinen Spaß versteht, der würde mir wahrscheinlich einen auf die Mütze mitgeben. Ja, ehrlich, weil ja, der ein oder andere, der mich schon länger kennt, der weiß ja, dass ich auch mal ab und zu, ganz selten vielleicht, so ausnahmetechnisch mal einen Spaß auf irgendeiner Manns... Schaut euch einfach Seven Days to Die an, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ich hier sage, wir machen auch mal Späße auf andere Leute Kosten. So, jetzt schauen wir uns erstmal kurzerhand den Berg hier an. Aber ich glaube, dass hier vorne... Das hier vorne kann man eigentlich problemlos abtragen. Was mit dem Ding ist, das ist eine gute Frage. Da müssen wir dann mal gucken. Aber hier wird das jetzt eigentlich so langsam. Wie gesagt, die Schicht trage ich noch ab. Eins höher kann ja bleiben. Das ist gar kein Thema. Das, da verlaufen wir dann aus ein bisschen. Aber das da muss noch weg. Ich hoffe, die Schaufel genügt. Ja, aber jetzt bin ich absolut von diesem lustigen Manuskript da abgewichen. Man kann es sich als PDF-Datei downloaden, dieses komplette Manuskript, weil das Buch, das ist ja schon den ein oder anderen Tag älter. Dementsprechend sieht natürlich dann auch das Papyrus aus, ist halt ein bisschen brüchiger, sag ich mal. Und ja, von daher, ich finde das echt absolut top, dass... Wolfman, komm mal da runter. Komm mal ran hier. Ich finde das echt klasse, dass Leute das abfotografieren und der Bevölkerung öffentlich zugänglich machen können. Weil wenn ich mir denke, so als Normalsterblicher, wenn du da nicht irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund hast oder da Forschung betreibst, würdest du sowas ja niemals zu Gesicht bekommen, außer vielleicht im Fernsehen. Und naja, es ist halt schon was anderes, wenn du da nicht die 10 Sekunden im Fernsehen guckst, wo du da mal ganz kurz ein paar Fetzen davon siehst und auch nur das, was das Fernsehen denkt, was den Beobachter mal kurz fesseln kann, damit er sich die nächste Werbung reinziehen kann, damit er genau das Produkt kauft, was sich die Werbung da eingekauft hat. Sondern wenn du sagst, alles klar, ich hab das jetzt, ich kann mir das jetzt mal in Ruhe eine halbe Stunde abends mal angucken, kann da reinzoomen auf den Seiten, kann da genau das angucken, was mich interessiert und so weiter und so fort. Das ist halt dann schon ein einiges besser. Oh, ich glaube, unsere Schaufel, die müssen wir auf jeden Fall nochmal reparieren. Oh Mann, ey. Genarf. Ah, das kostet bestimmt wieder Freude. Oh, das kostet richtig, glaube ich. Ich hoffe, dass die 29 Level genügen. Heide, nei, du. Tschüss. Zur Not müssen wir hier noch ein paar Sachen braten. Ganz egal was, aber wir müssen braten. Ja, die Produktion wird hier jetzt dann demnächst irgendwann mal anfangen mit den Kühen. Wenn wir dann genügend Schafe haben, dann werden wir natürlich da auch einen Arsch voll Schafe herzüchten. Und ja, so. Und ich hab ja neulich da erwähnt, dass hier nicht die Farm Kunterbunt, wie wir sie hinten hatten, dass die da bestehen bleibt, sondern dass wir da eintönige, also eine Monopainting-Armee haben. Und ja, aus dem Hintergrund, es ist auch bei Weitem einfacher für das Inventar, sag ich mal. Oh, das ist ja ein schönes Lied. Denn wenn es dir das Inventar mit 128 Farben zukleistert, dann ist da nichts mit, ich nehme mal noch einen Stack mit, ne? Von daher, eine Farbe ganz okay. Genarf, was mache ich mit dieser Erde? Sie ist so viel. Sie ist mehr so, als so viel. Ist total so viel. So. Dann entsorge ich diese Erde halt mal kurzhand hier. Ach nee, nicht alles. Nicht alles auf einmal. Boah, ich habe die unendliche Geschichte geguckt, Freunde. Oh ja, den ersten Teil, damals von 1984. Ach ja, es ist ein schöner Film. Was wollte ich jetzt eigentlich hier in der Schwarzen Bergfeste? Ach ja, meine Schaufel. Da war ja was. Es ist ein echt schöner Film. Muss man ja so sagen. Ich habe da keine Schaufel mehr.
Und als ich ein kleiner Stöpsel war, da habe ich den Film ja absolut geliebt. Ich meine, klar, irgendwo liebt man den Film doch immer, weil es ja seine Jugend ist so. Du erinnerst dich an Namen, wo du, naja, ich sag mal so ganz normal unter der Woche nie dran denkst und am Wochenende überhaupt nicht. Nam, 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 nam. Zum Beispiel Atreo und sein Pferd Artax.